So, jetzt müsst ihr dann um für sich da sein. Wir schauen einmal, falls nötig sein sollte. Was es darum geht, dass ich so viele Beispiele bringe und das sind hinter diesen Beispielen, auch wenn man die 100 Mal gehört hat, ist immer noch ein Geheimnis dahinter. Und das ist natürlich schwierig. Das heißt, ich mache jetzt einmal ein kleines Beispiel. Wenn du in der Schule bist, dann kriegst du Rechnen beigebracht, die Arithmetik. Das sind gewisse Formeln. Wir sagen jetzt mal einen Satz des Pythagoras und jetzt wird eine Textaufgabe gestellt von dem Lehrer, um zu prüfen, ob du diesen Satz des Pythagoras verstanden hast. Du kannst mit dem Satz des Pythagoras gewisse Sachen berechnen. Und an der Textaufgabe sieht man jetzt, ob du weißt, wie man die Formeln im praktischen, normal ausgedachten Leben einsetzen kann. Und wenn ich jetzt merke, dass du das nicht kannst, dann stelle ich dir eine andere Textaufgabe, die sich auch nur wieder mit dem Satz des Pythagoras lösen lässt. Und jetzt ist die Schwierigkeit, da ich mich ja in kein Leben einmische. Und du Geist, das heißt der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das wiederhole ich jetzt nicht. Das ist unheimlich wichtig, weil viele meinen, die hätten das verstanden. Meine Botschaft richtet sich immer nur an den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Es richtet sich nicht an diese ausgedachte Ariane. Es richtet sich nicht an diesen ausgedachten Udo. Das sind jetzt nur Pixelbilder. Und es richtet sich auch nicht an den, der jetzt vorm Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Sondern an den, der sich all diese Sachen ausdenkt. Und selbst an den richtet sich das nicht. Weil der auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Das heißt, das Grundprinzip, es ist ein Unterschied, ob man intellektuell was begriffen hat oder ob man es verstanden hat. Darum kann ich immer wieder sagen, wenn ich jetzt anfange, es sollte eins klar sein, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Was man von 99% dieser ganzen Glaubenssätze und logischen Konstrukte, die jetzt hundertprozentig sicher angesehen werden, nicht behaupten kann. Das ist diese alte Geschichte mit dem ersten und mit dem zweiten. Es ist ein leichtes zu beweisen, dass 99% des menschlichen Wissens, ob das Philosophie, ob das Religion ist oder allen voran die Naturwissenschaft ist, dass man die bei 100% Sicherheit nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Zum Beispiel der Glaube, man ist sich hundertprozentig sicher, dass das eigene Gehirn mit menschlicher Logik gesehen auch dann existiert, wenn man nicht dran denkt. Und ich sage, das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist eine Grundannahme, ein Axiom, das nicht mehr in Frage gestellt wird. Da sind wir lang und breit darauf eingegangen. Was hundertprozentig sicher ist, dass für den Denker immer nur das existiert, was er denkt. Ein Schritt weitergehend gilt es auch für sinnliche Wahrnehmungen. Es existiert in dir nur die Information, die du im Moment vorliegen hast in dir selbst. Dazu zählen auch die sinnlichen Wahrnehmungen, weil wenn das nicht in dir drin ist, Materialist würde jetzt sagen, in meinem Gehirn in einer Art und Weise drin ist, kann ich es ja nicht sehen. Und du weißt, wie oft ich gesagt habe, wer ist das, der sich das anschaut, was dann im Gehirn drin ist? Nächster Schritt, existiert dieses Gehirn überhaupt, wenn nicht dran gedacht wird? Das hat mit hundertprozentig sicher nichts zu tun. Holofeeling ist die einzige Lehre, die nur mit hundertprozentig nachvollziehbaren Fakten arbeitet. Und da muss man den roten Bereich, das ist schon ein Trick. Und darum wiederhole ich immer wieder dasselbe, weil ich merke, dass du das nicht verstanden hast. Ich meine jetzt mit du nicht die Ariane, die jetzt offensichtlich von dem Udo angesprochen wird. Ich meine auch nicht den Zuhörer dieses Videos, den spreche ich auch nicht an, sondern ich spreche immer nur zu dem, der sich jetzt dieses kleine Pixelmännchen da oben rechts in der Ecke ausdenkt. Das ist einmal hier die erste große Erkenntnis. Und jetzt ist es also so, dass ich nochmal wiederhole und bitte geh genau diese Gedankengänge mit. Ich sage definitiv Gedanken, die von jemandem gedacht werden. Diese Gedanken entstehen durch das Denken eines Denkers. Und dieser Denker hat es immer nur mit seinen eigenen Gedanken zu tun. Diese Gedanken können nur von dem verändert werden, der die Gedanken denkt. Das heißt, wir haben einen Denker, der sich Gedanken denkt. Und diese Gedanken von diesem Denker kann nur dieser Denker verändern. Ein Gedanke selber hat keinen Einfluss drauf. Ich sage immer, das sind ja nur Figuren in einem Traum, ein ständiges Kommen und Gehen von Personen. Alles, was diese Figuren in einem Traum sprechen, sprechen sie, weil der Denker das denkt, weil der das erlebt. Setzt man für den Denker einen träumenden Geist. Auch das, was der Udo jetzt erzählt. Als Figur in deinem Traum hat der Udo überhaupt keinen Einfluss drauf. Jetzt ist natürlich, was verstehst du bei dem Wort Udo? Ist es das Pixelmännchen?
spricht der Udo, wenn du den Lautsprecher jetzt zuhörst, den du jetzt hundertprozentig sicher sprechen hörst, da ist kein Mensch. Das sind logische Konstrukte. Jetzt ist natürlich, ist ja klar, das wurde ja vorher aufgenommen. Jetzt machen wir schon wieder, konstruieren wir eine dazugehörige Vergangenheit. Ich sage wieder, das wird jetzt aufgenommen und du hörst dir das jetzt an. Ich habe niemals in der Vergangenheit was gesprochen. Nicht vor einer Woche, nicht vor 10 Jahren und nicht vor 2000 Jahren. Was ich spreche, spreche ich immer jetzt. Mhm. Und zwar durch eine Person im Traum irgendeines Geistesfunk. Mhm. Und ich habe da sehr vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Aber jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Wenn wir feststellen, dass alles, was in einem Traum auftaucht, alles, was gedacht wird, ein Dasein müssen ist, genauso wie es geträumt bzw. gedacht wird, muss dir jetzt klar werden, wenn wir jetzt diese Gedankenwelle aufspannen, Denker und Ausgedachtes, dass in dem Moment, wo dir das bewusst wird, dieser Denker ja auch was Ausgedachtes ist. Mhm. Von einer höheren Ebene aus gesehen. Das heißt, dass auch ein Denker genau genommen keinen Einfluss auf seine Gedanken hat, solange er was Ausgedachtes ist. Da muss einer da sein, der sich einen Denker denkt und sich denkt, was der Denker sich denkt. Weil der Denker, den wir uns ausdenken, ja auch bloß ein Gedanke von einer höheren Ebene ist. Und da kann ich jetzt nochmal einen Schritt gehen und jetzt wird der, der sich den Denker ausdenkt, auch wieder zu was Ausgedachtes. Also muss da einer da sein, der sich jemanden ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt und sich denkt, was der Denker denkt und dem Denker spricht er jetzt Gedanken zu, die nur angeblich dieser Denker sieht, der sich diese Gedanken denkt, obwohl das letztendlich nur von dem gesehen wird, der in dieser Richtung am Ende der Kette steht. Das ist dieser eine Geist, der jetzt in viele Perspektiven aufplatzt. Das haben wir so oft durchgekaut, das ist aber mit Sicherheit von dir nicht verstanden, noch nicht hundertprozentig verstanden. Das sind so viele Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Heiligkeit. Wenn ich Apothekerzeitung in die Hand nehme und da gibt's dann, wird von einem Heilungsprozess gesprochen, als ob man heilig werden könnte. Ein klares Zeichen, dass die nicht wissen, was Heiligkeit bedeutet. Du kannst nicht heilig werden. Ich würde das erklären, heilig, das mir das rot geschriebene Wort heilig, ist im Prinzip dasselbe wie das Wort Nichts, das Wort Alles und das Wort Ewigkeit. Sind wir auch lang und breit darauf eingegangen. In dem Moment, wo ich an Nichts denke, dieser Gedanke Nichts, der in Erscheinung tritt, ist nicht Nichts. Der Gedanke Alles, der in Erscheinung tritt, in dem Moment, wo ich ihn denke, ist nur das Wort Alles. Oder der Gedanke Alles, der ist nicht Alles. Und auch das Wort Ewigkeit, das ich jetzt denke, das durch mein Denken zu existieren anfängt, ist nicht diese Ewigkeit, weil Ewigkeit kann nicht existieren, alles kann nicht existieren, gleichzeitig, und nichts kann natürlich auch nicht existieren. Und Heiligkeit kann auch nicht existieren. Das heißt, es gibt keinen Heilungsprozess in dem klassischen Sinne, dass man heilig werden könnte oder heil werden könnte. Du bist es. Du hast es bloß vergessen, darum befindest du dich zurzeit in einer total zerdachten Welt, da du dich mit einem Gedanken von dir selber verwechselst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf. Das bist nicht du. Du bist der, der sich's ausdenkt. Der bist du natürlich auch nicht. Du bist der, der sich jemand ausdenkt, der, wenn an sich denkt, sich irgendeinen Brüssel ausdenkt, den er ich nenne. Okay, haben wir oft gehabt. Was natürlich interessant ist, wenn ich sage, du kannst die Heiligkeit genauso wenig erreichen wie das ewige Hier und Jetzt. Weil du kannst nicht etwas erreichen, was jetzt ist. Es ist immer hier und es ist immer jetzt. Und solange du in dem Wahn lebst, das erreichen zu wollen, bist du schon wieder in der Vergessenheit. Oder wenn sie sich hinsetzen und sich in die Stille meditieren wollen, die wollen auch was erreichen, was eigentlich gar nicht existieren kann. Stille kann nicht existieren ohne Lärm. Das haben wir zigfach schon durchbaldobert. Ist jetzt schön still. Ich sag dann, was nimmst du dann eigentlich wahr? Nichts. Aber diese Stille, die du jetzt empfindest, ist deshalb da, weil du im selben Moment unbewussterweise, was dir gar nicht bewusst ist, im Hintergrund an Lärm denkst. Der existiert jetzt eigentlich nicht, weil du sitzt da und sagst, ist jetzt schön still. Aber da gehört die andere Wellenhälfte dazu. Und solltest du dir jetzt bewusst machen, dass du Stille gar nicht denken kannst ohne Lärm, wirst du dir erklären, dass es ja vorher, zeitlich vorher, das denkst du jetzt oder irgendwo anders, das denkst du hier, lärmig ist und darum ist hier still. Und jetzt stellst du fest, dass aber der Lärm, den du dir jetzt räumlich oder zeitlich woanders denkst, den denkst du hier und jetzt,
Drum ist die Stille und der Lärm immer nur gleichzeitig, auch die Gesundheit und die Krankheit. Aber das lassen wir jetzt gut sein. Das Hören und logisch empfinden und installiert haben, wie ich das nenne, ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den Textaufgaben. Das heißt, wenn du in einer Schule bist, dann hast du was zu lernen. Wir sagen mal einfach den Satz des Pythagoras. Mhm. Und dieser Satz des Pythagoras wird ja vielfältig in der von dir ausgedachten, normal naturwissenschaftlich konstruierten Welt, das reines Konstruktprogramm ist, wie ich das nenne, wird der Satz des Pythagoras benutzt, wo ein riesengroßer Fehler drin ist. Das ist nämlich dieses a-Quadrat, b-Quadrat ist gleich c-Quadrat. Da haben wir wieder die Quadratzahlen, und wenn man jetzt klassische Berechnungen macht, irgendetwas berechnet, wirst du feststellen, dass dann zwangsläufig immer Wurzel auftaucht. C Quadrat, wir haben mal, bleiben wir 3 Quadrat, 4 Quadrat ist 5 Quadrat, 25. Und da ist ja dann, wenn ich jetzt die eigentliche Länge von der Diagonalen von diesem C ausrechnen will, muss ich die 25 die Wurzel nehmen. Und bei der Wurzel wissen wir, plus 5 minus 5. In unserem HWH haben wir das ja schon drinstecken. Was ich auch immer wieder erkläre, das hast du eigentlich schon rudimentär in der ersten Struktur unseres Tetraederspiegels, wo wir eine 1,4er Struktur haben. Das heißt, das Lämmchen ist die 1 und 4 sind drumherum. Und was wir uns jetzt ausdenken, diese 4 Seiten in unserem Tetraeder, um dich herum ist nichts, es sind Divisionen. Du musst 1 durch 4 machen. Und wenn wir 1 durch 4 rechnen, kriegen wir 0,25. Das habe ich auch erklärt. Jetzt, wenn du ein bisschen Fantasie hast und mir sagst, 0 ist Gott, das nicht denkbare alles, ist gleich 25, steht jetzt eigentlich schon 2,5 da. Vergiss einmal die Dimensionalzahl. Diese 2,5, die 25 in der Wurzel ist plus 5 minus 5. Also ist die 1,4er Struktur schon Jahwe, JHWH. Ja. Kann man sehr vielfältig spielen. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, ich will zu der Textaufgabe zurückkommen, dass wenn du jetzt diese Textaufgabe vorgelegt bekommst, prüf dich praktisch der Lehrer, ob du diese Form L, ob du die anzuwenden weißt. Und wenn du das nicht kannst, es ist nicht die Aufgabe des Lehrers, deine Probleme zu lösen, dann werde ich dir eine neue Textaufgabe vorlegen, wo du auch diesen Satz des Pythagoras brauchst, um das Problem zu lösen. Ich packe das nur in eine andere Textaufgabe. Ja. So, und dieses kleine Vorwort war jetzt sehr wichtig, weil ich jetzt immer wieder sage, ich bin ja sehr, sehr bemüht, um Menschen, wo ich als Udo auftauche, nicht zu beeinflussen. Das heißt, ich sage immer wieder, ich erkläre dir nicht, was du glauben sollst, ich erkläre dir, was du bist in den Ohrenbohrungen. Das ist das Erste, was du bist und wie du funktionierst. Alles andere, wenn du Geist bist, wirst du irgendwann einmal selber anwenden müssen. Das ist wie ein Wegweiser, wenn du jetzt fährst, der befiehlt dir nicht, wo du hinfahren sollst. Er gibt nur Tipps. Wenn du dahin fährst, kommst du dahin. Wenn du dahin fährst, kommst du dahin. Entscheiden musst du das entscheiden musst du selber lernen. Gut, und jetzt gehen wir in die Praxis. Jetzt muss ich natürlich Namen sprechen, die für dich jetzt vielleicht nicht sagen sind, das spielt aber keine Rolle. Das heißt also, sobald du ein persönliches Leben, ein Lebensbuch durchlebst, du bist immer der Leser, wirst du mit Aufgaben konfrontiert. Und wir haben ja jetzt parallel laufen zur Zeit jetzt in deinem Ariane-Traum. Wir gehen jetzt einmal davon aus, du Geist wärst die Ariane, die du dir auslebst. Dann lebst du in der Welt der Ariane als Ariane. Momentan ist diese Ariane bloß eine Figur in deinem Traum. Das heißt, in dem, der sich jetzt die Ariane und den Udo ausdenkt. Und immer in Bezug auf diesen träumenden Geist, ich nenne den Denker mal träumenden Geist, dieser träumende Geist hat einen gewissen Intellekt, das ist praktisch dieses blaue Ich-Programm. Da gibt es auch eine kollektive, tiefere Ebene, die bestimmt zum Beispiel die Naturgesetze, die in deinem Traum herrschen. Und ich betone nochmal, wir machen hier nicht irgendwelche Wischiwaschi-Esoterik oder Religion oder Naturwissenschaft, es ist eine rein göttlich-arithmetische Sache, das ist seit Urzeiten, wir haben schon wieder ein raumzeitliches Denken von Anbeginn. Ich sage immer, das war schon, bevor der Urknall geknallt hat, war das da, weil das eine komplett andere Weltvorstellung ist. Das findest du auch in keinen Büchern, das betone ich auch, das kriegen die Leute nicht mit. Wenn du die Holo-Arithmetik findest, das sind Teilauszüge in anderen Büchern mit drin, aber nie in diesem Gesamtkontext. Weil jeder Gedanke, egal was du auftauchst, jede Internetseite,
von Milliarden von Internetseiten, die du jetzt an deinen Computer wachrufst, die kommen letztendlich aus dir selber, wenn du ein träumender Geist bist. Ob du das bist, musst du selber entscheiden. Ich empfehle, wenn du an dich denkst, ich empfehle das einfach nur. Nochmal die Frage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst und dein Programm zwingt dich jetzt an einen ganz bestimmten Trockenmausenaffen, sprich an ein sterbliches Säugetier, zu denken und du sagst, das bin ich. Weil dein Programm dir das vorschreibt, dein Schwamminhalt. Kann man nachlesen, was das bedeutet. Beziehungsweise Videos anschauen. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Wenn du jetzt schon gezwungen bist, du Geist, der du uns jetzt ausdenkst, an etwas zu denken, wenn du an dich selbst denkst, empfehle ich normalerweise, denk dich nicht als einen sterblichen Trockennasenaffen, sondern als einen träumenden Geist. Der ist zwar auch bloß was Ausgedachtes von dir, also das bist du auch nicht, aber als träumender Geist kannst du nicht mehr sterben, sondern bloß noch wach werden. Und das Spiel spielst du ganz alleine. Das hat jetzt nichts mit diesen Figuren zu tun, nicht einmal mit dem, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selber denkst. Sondern es geht um den, der das erlebt. Und ja. Erleben, nur Geist kann was erleben. Und da haben wir natürlich schon wieder das große Problem, weil für das Wort Geist gilt dasselbe wie für das Wort heilig und das Wort nichts. Ein heiliger Geist bist du, wenn du alles bist. Darum nennt sich das Holo-Feeling. Und der heilige Geist steht zuerst einmal vor einem Bücherregal. Und in dem Moment, wo ein Buch, dieses JCH, in dem Moment, wo du ein Buch in die Hand nimmst und ein Leben erlebst, wirst du zu einem roten Ich und dann gehst du in die Vergessenheit und dann wirst du zu dem Brüssel, der du zu sein glaubst. Das ist ja eine ganz, ganz einfache Metapher und wie immer, ich sage immer wieder, es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Kern. Da ich also keine direkten Lösungen gebe, sondern das nur mit Umschreibungen versucht dir klar zu machen, denken wir uns jetzt einmal verschiedene Leben aus. Wir denken uns ein Leben nimmer ein Andrea-Leben, ein anderes Leben nimmer ein Diana-Leben. Die werden zurzeit mit Problemen konfrontiert. Andrea zieht um, Diana will auch umziehen. Da müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Was mir jetzt wichtig ist jetzt, in diesem Weihnachtsfest, jetzt rede ich einmal bewusst wieder raumzeitlich, Brösel Udo, ich habe ein Problem, mein Internet geht nicht. Fällt immer wieder aus, ist die Außenleitung, will ich auch gar nicht drauf eingehen. Und jetzt war, wenn ich gesprochen habe, habe ich immer hier von dem Internetproblem, von meinem Problem, vom Udo-Problem gesprochen. Es geht überhaupt nicht, es ist ein ausgedachtes Problem. Die Schwierigkeit ist, dass die Lösung für diese drei vorgelegten Probleme in der Andrea-Welt, in der Diana-Welt und in der jetzt ausgedachten Udo-Welt braucht dieselbe arithmetische Formel, um das lesen zu können. Und darum umschreibe ich das mit dem Udo-Problem. Und wenn du jetzt die Andrea bist, dann wirst du das irgendwann einmal, obwohl das oberflächlich betrachtet ein anderes Problem ist, so wie ich auch mit dem Satz des Pythagoras verschiedenste Textaufgaben stellen kann, wo die eine oberflächlich betrachtet mit der anderen überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Ist aber von der tiefen Ebene immer dieselbe Wurzel. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass man das versteht, das ist immer wieder das Jetzt, wo wir so oft durchgekaut haben, mit dem Bücherregal, Buch, Seiten, Zeilen, Wortmetapher, wo ich erkläre, dass du in der Welt der Perspektiven lebst. Und die Welt der Perspektiven erfordert von dir ständig, Entscheidungen zu treffen. Aber jede Entscheidung ist keine wirkliche Entscheidung, da bin ich so oft drauf eingegangen, weil Entscheidung hast das Aufheben der Scheidung und du hebst eine eigentliche Scheidung nicht auf, wenn du dich von zwei oder mehreren Möglichkeiten für eine entscheidest. Dann ist zwar die Scheidung weg, aber du bist bloß in einem Einzelzweichen einer Perspektive. Mein klassisches Beispiel, du fährst auf der Autobahn, wir sagen, ja. Das Fahren selber ist die von dir illusorisch empfundene laufende Zeit, die ja nur aus ständig wechselnden Bildern besteht, du kommst an einer Autobahnkreuzung, jetzt kannst du geradeaus fahren, rechts fahren, links fahren. Und jetzt entscheidest du dich, geradeaus weiterzufahren, dann hast du wieder, die Scheidung löst sich auf, aber du siehst nicht alle Möglichkeiten. Mhm. Die siehst du erst, wenn du dich erhebst. Mhm. Nein, das ist ein Beispiel. Es ist immer wieder das ist ein Beispiel. Hänkel rechts, Hänkel links. Mhm. Mhm. Das gilt für Politik. Das heißt, solange du dich in einem Glaubenssystem befindest, das im Widerspruch zu anderen Glaubenssystemen steht, sobald du eine andere Meinung hast, wie ein anderer, der in dir auftaucht, lebst du in der Welt der Perspektiven. Mhm.
Die kann übrigens auch komplexer sein, die Welt der Perspektiven. Da gehe ich jetzt mal auf einen Film nochmal ein. Ich sage immer wieder, wenn ein Film läuft im Kino, dann läuft der Film. Ich mache jetzt da nochmal was Neues dazu. Ich habe das Beispiel schon oft gesagt. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Weil all die Erscheinungen, die in dir auftauchen, die sind eigentlich nur in dem Moment, wo sie in einem träumenden Geist auftauchen und die Gefühle, die jetzt dieser träumende Geist, der sich seinen eigenen Traum anschaut, erlebt. Diese Gefühle sitzen nicht in, meinetwegen, in dem Film, der in ihm läuft, sondern in seinem Wertesystem. Ein Film als Ding an sich ist einfach nur eine Struktur von Daten, die in Einzelbildern abgerastert wird. So wie ein Wort eine Struktur von Worten ist, die in Einzelwörtern immer im Jetzt, jedes Wort denkst du jetzt und von dem Wort, das du denkst, ist wieder eine Vorstellung da, die vielfältig mein Krebsbeispiel. Und das ist im Prinzip dasselbe und da sind keine Qualitäten drin. Die Qualitäten werden jetzt von dir erzeugt. Das ist das Ego, bestimmt jetzt, was schön ist, was böse ist, was richtig ist, was hässlich ist und so weiter und so weiter. Und da kommt jetzt die eigentliche Freiheit. Worin liegt die Freiheit des Menschen? Und der normal, du wirst dir keinen Menschen finden, außer einen, der Holophiling studiert hat, wo die Freiheit wirklich liegt. Die Freiheit liegt nicht, dass du eine Entscheidung treffen könntest. Weil was Ausgedachtes, du ist ja jetzt was Ausgedachtes, ist ein Dasein müssen in einem Traum und alles, was gedacht wird, ist so, wie es gedacht wird. Das gilt dann auch für den Denker, den wir uns jetzt denken. Das heißt, genau genommen denken wir uns, was ein Denker denkt oder was er gedacht hat. Das gilt für alle Philosophen einer Weltgeschichte, für alle Forscher. In einem Traum existiert bloß ein Einstein, wenn in diesem intellektuellen Wissen des träumenden Geistes, in seinem Programm, das er sich als Traum anschaut, auch dieser Einstein vorkommt. Das hat auch nichts zu tun. Und du rezitierst du die Vorstellungen, die du in dir aufwirfst. Die müssen in dir drin sein. Und da du in der Regel bloß auf deinen momentanen Intellekt, auf deinen Schwamminhalt zurückgreifst, dieses einfache Beispiel setze ich jetzt voraus, dass es verstanden wird, sonst kannst du es eh nicht verstehen, gibt es da nichts zu diskutieren. Wie ich immer wieder sage, die wesentlichen Aussagen von Holofilling kann jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen. Es ist keine Frage des Glaubens, sondern der Fähigkeit, sich bewusst zu machen, was jetzt ist und was ich wirklich spreche. Das ist, ich habe immer wieder, wenn du Menschen merkst, du sofort, ob Neugier hinter der Maske ist. Jetzt gehen wir mal wieder in den normalen zwischenmenschlichen Bereich rein. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt mir einen denke und ich versuche zu erklären, für dich Geist existiert nur das, was du jetzt denkst. Und jeder Gedanke, den du neu denkst, zerstört den bestehenden Gedanken, ändert deine Information. Mein Beispiel mit der 200 Gramm rote Niete, die sich ständig umfahren. Und jeder sinnlich wahrgenommene Augenblick, ich sage immer, was auf deiner Farbbrille ist. Du kannst jetzt zur Tür hinschauen, dann ist die Tür drauf und wenn du zum Fenster rausschaust, löst sich die Tür wieder auf. Der hundertprozentig angebliche Pseudoglaube, dass die Tür auch dann da außen ist, wenn du nicht hinschaust, das ist jetzt wieder so ein Fall von Geistlosigkeit, weil das ist etwas, das könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Darum wiederhole ich das immer wieder, weil in mir Menschen auftauchen, die angeblich seit 20 Jahren Holofeeling studieren und in jeder Kleinigkeit, wenn ich die beobachte, haben sie das wieder vergessen. Wie intensiv ist in dir noch, wenn du im Internet bist und du siehst jetzt irgendeine Adresse, zum Beispiel auf Skype, in dem Chat, dass du dir einen ausdenkst, jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, inwieweit du glaubst, dass der da außen rumläuft, auch wenn du nicht dran denkst. Und dann wirst du merken, wie mächtig der Zweite noch in dir ist. Es geht nicht darum, irgendwas zu verändern, es geht um Bewusstwerdung. Was ist wirklich hundertprozentig sicher und inwieweit manipuliert dich noch dein eigener Glaube? Es geht nicht um was zu verändern. Ich sage es immer wieder tausende Male. Du hast dann deine Netter an deinem Programm was zu verändern. Die Veränderung ist, dass du in dieser Hierarchie zuerst einmal von etwas Ausgedachten, ich denke an mich, zu dem Denker wirst, der jetzt auch was Ausgedachtes ist von jemandem, der sich den Denker ausdenkt, der auch was Ausgedachtes ist von dem, der sich den ausdenkt, der sich als Denker denkt, der sich wiederum als Trockennasenaffe denkt und von dem Trockennasenaffen, sprich Menschen, sich wieder einen ganz bestimmten Körper denkt von den vielen Körpern, die ein
jetzt bewusst ausgedachter Mensch im Laufe seines Lebens, im Laufe seines Lebens. Das Leben läuft nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern von einer Datei wie ein Buch. Die Seiten gleichzeitig sind Seite für Seite, Wort für Wort im Hier und Jetzt ab. Das ist überprüfbar. Versuch einmal in einer Stunde was zu denken. Ich schwöre dir, du wirst es jetzt denken. Ja. Du hast auch gestern nie was gedacht. Du denkst jetzt, dass du gestern gedacht hast. Und wenn gestern heute war, hast du es jetzt gedacht. Das wird sehr, sehr genau. Das, solange ich das in so einen Schwall von esoterischem Geschwätz einpacke, genauso ist es, wenn ich was in religiöses oder naturwissenschaftliches Geschwätz einpacke. Alles Ausgedachte sind geistlose Schwätze. Es sind Figuren in einem Traum. Und wenn ich sage geistlose Schwätzer, heißt es nicht, dass da kein Geist da ist. Die selber haben keinen Geist, ist die eine Seite. Selbstverständlich benötigen ausgedachte Dinge einen Geist, nämlich den, der sich die Dinge ausdenkt. Bloß ausgedachte Dinge wissen nichts von dem Geist, der sie ausdenkt. Dann gibt es Esoteriker, die sagen, das ist ja alles Geist. Jein, wieder jein. Das ist wie mit die 200 Gramm rote Gnede. Selbstverständlich ist jede Information, die in dir auftaucht, die Grundlage ist der Geist, der diese Form annimmt. Aber die Tasse, die Form der Tasse ist nicht die Gnede. Meine 200 Gramm rote Gnede, wo ich sage, die symbolisiert diese nicht denkbare Energie von Einstein, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Die Energie selber bleibt dabei immer gleich. Ich kann jetzt die natürlich reduzieren, aber da will ich nicht so physikalisch werden. Darum ist ja das nächste Verrückte, das ich immer wieder sage, wenn du wirklich verstanden hast, wie Welt erzeugen funktioniert, wie Traum erzeugen funktioniert, auch das Materialisieren, dann wirst du auch erkannt haben, dass nichts, was in dir auftaucht, falsch oder verkehrt wird. Es sind alles Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Das heißt, ich wiederhole nochmal, ich bekämpfe keine Feindbilder. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht wichtig ist, was du zu sehen bekommst. Aber es ist dabei wiederum nichts wie ich. Wie ich dick. Da muss man jetzt die Vatersprache verstehen, diese allumfassende Vatersprache. Solange die an der Sprachforschung vorgaukeln, da gibt es ein schönes Buch von Umberto Eco, über die Geheimnisse der Sprache, ich habe den Titel jetzt nicht im Kopf, spontan kannst nachschauen, Umberto Eco über die Sprache, ist ein mehr wissenschaftliches Buch. Und das ist die ganze, das ganze Abrastern der Professoren, wie sich Sprache entwickelt hat in der Vergangenheit, die Kabbala, die Ursprachen. Da gibt es ja tausende von Büchern, das große Problem ist, keiner erklärt, dass du jetzt Worte vor dir hast und aufgrund dieser Worte in Maßsetzung deines persönlichen Intellekts dir eine Vergangenheit und eine Entstehungsgeschichte in der Vergangenheit dir ausdenkst, in die Vergangenheit denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kannst du wieder in dich reinschauen, wie wer du glaubst, ob das Zeug, das du jetzt denkst, in ständig wechselnden, umgeformten Gedanken, dass diese Vorstellungen, die du in dir trägst, dass die schon in der Vergangenheit waren, bevor du sie gedacht hast. In dem Moment hast du dich entwickelt. Ich könnte jetzt auch sagen, in geistig. Du bist zu einem Ding, zu einem ausgedachten Ding geworden, das du dir selber ausdenkst. Und jetzt muss man diese 4X verstanden haben in den Ohrenbohrungen. Das ist nämlich diese Hierarchie. Und dann wirst du feststellen, selbst wenn du dir jetzt an roten UB denkst, als den Anfang aller Dinge, ist der schon wieder was Ausgedachtes. Ich fasse das dann eigentlich in Rot geschrieben zusammen, ich bin du. Ich bin jetzt nicht das kleine Pixelmännchen da oben in der Ecke. Ich bin auch nicht das große Pixelmännchen Ariane, wenn ich sage, ich bin du. Ich bin auch nicht dieser Trockennasenaffe, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Ich bin nicht einmal der, der sich jetzt dieses ausdenkt alles. Weil in dem Moment ist dir auch schon wieder was Ausgedachtes. Du wirst irgendwann einmal verstehen müssen, dass du, ich benutze jetzt wieder das Wort Geist, was bist, das nicht gedacht werden kann. Wir können für Geist auch das Wort Energie setzen. Diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, laut Physikbücher. Darum ist jegliches Geschwätz von Energiegewinnung und Energieverbrauch hat mit dieser Energie überhaupt nichts zu tun, weil das schon wieder Vorstellungen ausgesagte Sachen sind. Ob ich jetzt bei ich an einen bestimmten Körper denke oder bei dem Wort ich an mich als Mensch denke, der eigentlich bildlich schon gar nicht mehr vorstellbar ist,
Mensch meine ich jetzt das ganze Menschenleben. Und das Menschenleben ist nicht nur ein bestimmter Körper, das geht vom Säugling bis zum Greis. Das ist genau diese Hierarchie in unserem Buch. Und ich komme jetzt zu dem Film, zu den Qualitäten zurück. Bei den Qualitäten sieht es so aus, dass du jetzt in eine höhere, komplexere Form kommst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Film ist gut oder der Film ist schlecht, sind es Perspektiven. Diese Wertungen sind Perspektiven wie bei der Tasse, der Henkel rechts und der Henkel links. Es geht jetzt aber nicht mehr um optische Perspektiven, sondern wir haben einen Film und ich kann jetzt auch eine Sequenz von einem Film nehmen und ich kann dir jetzt verschiedene Meinungen darlegen, dass der eine sagt, der Film ist so, der Film ist so, der Film ist so und dann wird unser Film eigentlich zu einer Tasse. Und jede andere Meinung ist eine andere Perspektive als diese symbolische Tasse auf diesen Film. Wir haben es bloß mit einem größeren, bei der Tasse haben wir es rein mit optischen, perspektivischen Bildern zu tun und jetzt kommen wir in emotionale Wertungen, ich nenne es mal so, Qualitätsbestimmungen. Das können Qualitätsbestimmungen sein oder emotionale Wertungen. Der lässt mich kalt, bei dem Film muss ich immer heulen. Und das kann ein und derselbe Film sein. Das sind jetzt die Perspektiven von einem höheren Komplex. Das ist das, wo ich immer wieder darauf hinweise, bevor du nicht Chat denken kannst, wirst du das nie verstehen. Chat-Denken ist die Fähigkeit, mit was zu denken, ohne an was zu denken. Klingt jetzt für einen Materialisten wieder so unmöglich, wie wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn du die Lösung hast, Zauber, zieh dir ein Lächeln ins Gesicht. Das ist, da beginnt jetzt das wirkliche Wissen, wenn ich zu dir sage, weißt du, was Wetter ist? Und das Wort Wetter ist wesentlich mehr wie das, was du dir jetzt unter dem Wort Wetter vorstellst. Oder weißt du, was Krebs ist? Weil es da viele Möglichkeiten gibt. Der normale Mensch denkt meistens bloß immer an eine Seite, bis ich ihn darauf hinweisen, dass das noch mehr sein kann. Ja. Weißt du, was Ariane ist? Dann soll ich das da mal schon rein als Name bezogen. Weißt du, wie viele verschiedene Ariane das es gibt? Ja. Und jede Ariane hat eine komplett eigenständige Welt. Wo wir die hinsetzen, hat nichts mit Zeit und Raum zu tun. Der Raum ist nur eine Vorstellung in einem Traum. Eine Vorstellung in einem Traum. Die Raum. Und es ist immer wieder die Sache, wünschst du dir das? Hast du es intellektuell verstanden oder nur begriffen? Wenn du es begriffen hast, ist es meistens noch eine Wunschvorstellung. Das ist, wenn du das Allumfassende verstanden hast, hast du keine besonderen Wünsche mehr, weil das wäre immer eine Reduktion von dem, was du bist oder was du hast. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Traum bin und ich gehe spazieren und ich gehe meinetwegen durch die Stadt und ich sehe schöne Autos und dann sage ich, oh, das Auto möchte ich haben, dann willst du die anderen Autos nicht haben. Ja. Oder ich habe ja nur das Auto, ich würde aber gerne das haben. Und du gehst, schaust in die Schaufenster rein. Und das sind so viele spezielle Sachen, die dich anlachen, wie man so schön sagt, die du dir wünschst. Ja. Und es ist der tiefe Glaube in dir drin, dass du es nicht hast. Und du warst dich auch immer wieder, bevor du dir das ausgedacht hast, das Ding in deinem Traum, warst du eins damit, hast du es nicht nur besessen, es ist ein Teil von dir selber gewesen, bis du das vor dich hinstellst. Das klingt jetzt so esoterisch, das ist das, was ist. Es ist dann immer wieder, es mischt sich immer wieder das Ego ein. In dem Haus möchte ich wohnen, das Haus möchte ich besitzen. Die ganzen Häuser wohnen in dir und die tauchen nur auf, wenn du die träumst. Die wird es ohne dich gar nicht geben. Deine momentane Weltvorstellung eines heliozentrischen Weltbildes, das existiert nur, wenn du das denkst. Sich wieder hundertprozentig sicher zu sein aufgrund des Geschwätz von angeblichen Autoritäten, die du Professoren der Physik nennst oder der Naturwissenschaft nennst, die ihr ganzes Wissen genauso nachschwatzen, wie du denen ihr Wissen nachschwatzt. Die ganzen religiösen Menschen, dieses, jetzt könnte ich ja mal emotional, wenn dieses Leid des Christentum und die katholische Kirche über die jetzt von uns ausgedachten Menschheit gebracht hat, im Laufe der letzten Jahrtausende. Ist natürlich nur ein Gedanke, wo war das vor 5 Minuten? Nicht da, ja. Es war in der Einheit, in der heiligen Einheit, in dem Kontinuum, dem wörtlich übersetzt, dem lückenlosen Zusammenhang. Der durch eine Division, die Öffnung eines Intellekts erzeugt eine Vision. Das ist die Division.
Und das Universum ist nicht ein Raum, ein unendlicher Raum da außen mit Milliarden und Abermilliarden von Sternen und Planeten. Das Universum ist das in eins gekehrte. Wie oft hast du das jetzt schon gehört, wenn du in deinem Buch zurückblätterst, wie viel tausend Mal? Wenn du glaubst, du bist die Ariane. Aber ist das nicht immer im Alltag so hartnäckig, dass da trotzdem die Welt da außen ist? Ja. Wie viele tausende Male hast du von dem Udo jetzt in deinem Lebensbuch als Ariane zum Beispiel gehört, dass ich sage, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Das sage ich zu dem Geist, der uns jetzt alle ausdenkt, nicht zu Ariane. Weil ich mich nicht mit Pixelmännchen oder Gedanken von mir unterhalte. Das geht nur durch Wiederholung. Ja. Dieses berühmte Trail and Error. Ist natürlich ganz interessant, was dieses Trail ist ja, wenn du das jetzt anschaust, dass dein DR, hast du die Reihe, die erscheinende Berechnung, kannst du selber machen, das ist das Schöne mit der Vordersprache, die ist allumfassend. Was war die erste Sprache in dem im Bardo Ego? Das ist alles angelesenes Wissen. Ich sage immer wieder, die Leute streiten und streiten in deinem Traum. Viel wichtiger ist, nicht wer hat Recht, sondern was soll mir das sagen? Was ist die Ursache für das, was ich erlebe? Jetzt hast du mal du selbst. Ein träumender Geist fragt, wieso träume ich so einen Scheiß? Weil du noch was zu lernen hast. Weil du selber noch nicht weißt, was die Liebe ist, was das Allumfassende ist, die Heiligkeit ist. Können wir so viele Kleinigkeiten, wo ich da immer wieder erkläre, aufeinander, wenn du mal wirklich dich wertfrei beobachten würdest, wie viele Feinde du noch im Alltag in dir trägst. Das sind oft Kleinigkeiten. Das ist immer, wie man so im geflügelten Wort sagt, die offene Zahnpasta-Tube vom Partner. Wenn man da Resonanz drauf hat und sich drüber aufricht, weil die Zahnpasta nicht zumacht. Das ist ein kleiner Wischer, der da ist. Das aber immer noch eine Wertung ist. Ja, Heiligkeit kommt in dem vollkommen wertfreien Sehen, dass du anschaust, wie einseitig gewertet wird, aber diese einseitigen Wertungen selber nicht mehr wertest. Das ist dann der Sprung von dem roten Ich zu dem JCH. ICH zu JCH. Das ICH ist schon Bewusstsein. Aber Bewusstsein, das noch voll in Verbindung steht mit einem blauen Ich, mit einem Programm. Und du wirst dann als Beobachter von dir selber, wirst du auch deines Analyse, deines Programms, deines Charakters, was ja der Sinn des Lebens ist, wirst du feststellen, dass du wieder besseren Wissens mit diesem Programm immer noch kritisierst einseitig. Die Kritik, die Bewertung. Kritik ist ganz schlimm. Das Kritisieren. Es ist immer der Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Das sind auch solche Sätze, wenn ich sage, eine in dir auftauchende, geäußerte Kritik irgendeines Menschen, ob der jetzt real in deinem Gesichtsfeld auf der VR-Brille in Erscheinung tritt oder ob du den nur die ausdenkst aufgrund eines Zeitungsberichtes oder du den auf einem Monitor siehst, Pixelmännchen. Jede geäußerte Kritik einer Figur in deinem Traum sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über den Charakter des hintergeistigen Hintergrundes, des intellektuellen Hintergrundes von dem, der kritisiert. Weil Kritik erfordert einen Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Jede Kritik, ob du was positiv kritisierst, oder negativ kritisierst. Das ist eine Entheiligung des heiligen Ganzen. Das ist wie wenn du jetzt sagst, nein, bei der das ist der Henkel rechts und nicht links. Du fällst auf eine tiefere perspektivische Ebene. Oder mein wunderschönes Beispiel mit der ausgedachten Erdkugel, die von einem Scheinwerfer angestreut wird. Es ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Auch hunderte Male gehört. Hell und dunkel wechselt sich nicht ab von dem, der sich das ausdenkt. Außer er ist vollkommen unbewusst, weil er immer noch glaubt, er ist irgendein sterbliches Säuge, die auf der Kugel, die er sich selber ausdenkt. Wir haben immer wieder das große Problem. Solange du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst, bist du weit weg von der Heiligkeit und vom Sinnfrieden. In dem Moment, wo dir das bewusst wird, kannst du durchaus eine Rolle spielen, aber das traktiert dich nicht mehr. Wir hatten in unserem Chat wieder das große Geschwätz, muss ich fast sagen, mit den Schmerzen. Die Gelbwesten jetzt aktuell, übrigens alles, was aktuell ist, ist immer jetzt. Das heißt 1500 etwas, was ich mir jetzt in die Vergangenheit denke. Wenn das war, war das auch jetzt. Das ist eben das rote Jetzt. Wo dem die Hand abgeschossen oder abgehackt wird. Sub, 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 sub.
Es ist interessant, wenn ich die Bilder sehe, viele waren total entsetzt. Wichtig, wenn ich das jetzt sage, ist mir bewusst, die vielen, die ich mir jetzt ausdenke, sind Figuren in einem Raum, die kriegen überhaupt nichts mit. Also denken wir uns jetzt mal bewusst irgendwelche aus, Charaktere, Programme, ich rede jetzt nur von Programmen, die werden bei Konfrontation mit dieser Information entsetzt reagieren. Wieso? Weil das ja Live-Bilder oder Aufnahmen waren aus Paris. Komischerweise, wenn ich mir Ritter der Kokosnuss anschaue, wo der den Arm abhaut, sub, 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 und der sagt, das ist bloß ein kleiner Kratzer, dann haut er den anderen Arm ab, ach, wegen dieser kleinen Fleischwunde. Dann sitzen die und sehen im Prinzip dasselbe und lachen. Weil das ist ja bloß Spaß, das ist ja bloß ein Film, das sind ja bloß Trickbilder, aber das ist ja in Paris aufgenommen worden. Ist das hundertprozentig sicher oder redest du dir das selber ein? Ja. Die vier Stufen der Vergessenheit, ein wunderschönes Beispiel für die vier Stufen der Vergessenheit. Ja. Oder dieses in Deutschland verbotene Video, wo ich einmal hier kurz den Link reingegeben habe über ein VPN, wo du voll live ein Köpfen siehst, irgendwo in Saudi-Arabien, wo einer Frau der Kopf abgeschlagen wird. Wenn sich's einer angeschaut hat, wenn er sich traut hat. Es ist doch nichts anderes. Die Verwirklichung des Glaubens. Es ist eine einzige Verwirklichung des Glaubens. Selbst die Naturgesetze und die physikalischen Gesetze, mit denen du konfrontiert wirst in deinem Traum, in dieser Cyberspace-Traumwelt, hängt von deinem Programm, von deinem Glauben ab. Ich kann nicht oft genug sagen, du könntest übers Wasser laufen, du könntest fliegen wie ein Vogel, wenn du an das Programm laufen hättest in dir. Es ist kein Science-Fiction, das ist jetzt schon. Bloß in einem anderen Buch. Das heißt, du musst das Buch zu Ende lesen und dann liest du das Buch. Dann bist du wieder wer anders. Die Kunst ist es, nicht zu vergessen, wer man ist. Gibt es eine schöne Stelle hier, was ist der Unterschied zwischen Reinkarnation, wo alle gläubigen Menschen, zumindest wenn sie in diesen Glaubensschienen drin hängen, versuchen zu vermeiden, die wollen ja nicht mehr wiedergeboren werden. Oh, wie oft muss ich noch wiedergeboren werden? Und einer bewussten Wiederauferstehung. Dann spielst du die Rolle, aber ich kann die Rolle immer bloß in irgendeinem Traum von jemandem spielen. Die Rolle. Das ist unser Volumen. Da kommt dazu hier, ich habe doch ein Lied reingestellt von Wolf Biermann. Das heißt Bettschaft. Kannst du nachschauen? Jetzt gedacht, weiß ich, gestern, vorgestern, jetzt. Okay? Mhm. Kannst dir auch eingeben hier Bettschaft einfach auf YouTube. Mhm. Und das habe ich eingestattet bei einer gewissen Stelle. Und da hast du erst mein Bettschaft, mein Revolver, das Schriftstück. Der Revolver kommt vor Revolution, Evolution, Revolution. Er kommt immer wieder, das, wenn du an der Oberfläche hinhört, kriegt er das überhaupt nicht mehr. Mein Revolver, meinst du, das sind die Ohrenbohrungen, das Schriftstück. Und dann heißt es, dieser Petschaft bläst der Frau dann blaue Rauchringe ins Gesicht. Eine unendlich tiefe Symbolik. Solltest du das gehört haben oder die Ohren hören, würdest du es verstehen, was das alles bedeutet? Das sind jetzt die verschiedenen Schichten der Geheimnisse, der Sprache, der Symbolik, die immer tiefer geht, die du nur mit der Vordersprache entschlüsseln kannst. Da musst du wirklich dann neugierig werden. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, als Erwachsener bist du nicht neugierig. Da kann jetzt sofort ein großes Veto kommen und selbstverständlich bin ich neugierig. Was du nicht begriffen hast, ab einem gewissen Alter, jetzt rede ich wieder normale Trockennasenabentwicklung, du bist immer neugierig, auch als normaler Mensch, ausgedachter Mensch. Gut, ausgedachte Menschen sind so, wie wir uns die ausdenken. Jetzt müssen wir dann in unserem Traum anschauen, auf was sind die eigentlich neugierig. Auch das wurde tausendmal, ich sage immer wieder, wirklich tausende Male erklärt. Je nachdem, ob du das tausende Male schon erlebt hast, hängst davon ab, wo du deine Interessen hin, in der Resse hinlegst. In der Esse heißt innere Sein. Die Neugier eines normalen Menschen bezieht sich auf Sachen, die er zwar noch nicht hat oder nicht kennt, aber die mit seiner Logik erreichbar sein müssen. Das heißt, die können in einem gewissen Maße sagen, ein Basic-Computer-Betriebssystem, ein Programm, sprechen wir gewissen Geisterbewusstsein zu und Basic ist gierig nach neuen Programmen, dass es auf seinem Bildschirm was Neues zu sehen bekommt.
Brauche mehr Input, neue Programme. Der Witz ist, es dürfen aber bloß Basic-Programme sein. Was jetzt wirklich interessant wäre, wären Windows-Strukturen, weil mit Windows kann ich nämlich fotorealistische 3D-Filme mit einer VR-Brille erzeugen mit Windows. Windows kann das. Ich kann dreidimensionale fotorealistische Illusionen erzeugen auf einer VR-Brille, wenn ich das entsprechende Equipment habe. Ich kann das Ganze in Dolby Surround 7. dreidimensionalen Geräuschen aufbauen. Das kann Basic alles nicht. Ich brauche ein neues Betriebssystem. Also wie gesagt, der normale Erwachsene, den wir uns jetzt ausdenken, dann spreche ich folgende Logik zu, dass er zwar giert nach Neuen, aber dieses Neue muss er mit seiner Logik, mit seinem Intellekt anfassen können. Das kannst du, Holofeeling kannst du mit dem normalen Intellekt nicht anfassen. Ich sage, wenn ich als Windows mit Basic rede, muss ich Basic reden. Darum rede ich immer von Vereinfachungen, von Vereinfachungen, von Vereinfachungen, die in Basic wiedergegeben werden können, jetzt in deiner Logik wiedergegeben werden und auch verstanden werden können. Aber in Wirklichkeit geht es um was viel, viel Größeres. Und da ich das jetzt dem nur erzähle, der mich ausdenkt, der sich die Ariane ausdenkt und der sich selbst ausdenkt als Trockennasenaffe, der jetzt vor einem Computer sitzt. Das sind alles vergängliche Erscheinungen. Auch das haben wir tausende Male wiederholt. Die Frage ist bloß, ist das für einen kleinen Moment logisch oder ist es wirklich installiert? In einem Hintergrund, ohne dass du da bewusst dran denken musst. Ja. Diese Neugier von Erwachsenen ist keine wirkliche Neugier eines Kindes. Darum sage ich ganz gezielt, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Ein Kind ist auf alles neugierig, was es nicht kennt. Unabhängig von der noch sehr, sehr kleinen Logik. Ein Kind, wenn rumkrabbelt auf allen Vieren und da ist ein Haufen Hundekacke, dann langt es mit dem Finger in die Hundekacke und schlägt es ab. Und alles will es essen. Alles zumindest in den Mund nehmen. Das hebräische Wort Mund, P, wie wir wissen, heißt ja auch hier. Bis dann die angeblich so gescheiten Erwachsenen kommen und sagen, das darfst du nicht, das bist du nicht, das bist du nicht. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Und damit grenzt du dich immer mehr ab von all den anderen Sachen, die du genau genommen auch bist und nicht bist. Ich könnte jetzt einmal sagen, du bist immer. Und wenn Wellen in dir auftauchen und es erklärt dir, die Welle bist du nicht und die Welle bist du nicht und die Welle bist du nicht. Du weißt, wie oft ich gesagt habe, die Ariane, die du dir jetzt ausdenkst, wenn du an die denkst, ist es eine Gedankenwelle. Wenn du an den Udo da oben in der Ecke denkst oder vielleicht an den Udo, der irgendwo jetzt da außen sitzt, ist es eine Gedankenwelle. Wenn du an dich selber denkst, ist es eine Gedankenwelle. Du bist der, der immer ist. Im Meer. Das ist die Ewigkeit. Du bist unsterblich. Darum ist auch überhaupt nicht, dass ich dich irgendwo hinführen will, da außen. Oder dir vor was Angst mach. Das ist hundertprozentig sicher. Dass du, Geist, der du dir jetzt dieses Video anschaust, sehen du das nicht die Augen von dem Brüssel, der du zu sein glaubst. Und sehen du das auch nicht das Gehirn, das du dir jetzt in deinen Kopf reinlegst. Auch wenn du meinst, du sitzt in dem Kopf als Geist. Das Zentrum, das innere Zentrum hinter den Augen, einfach nur Selbstgespräche sind überreichlich da, immer wieder anhören. Es ist auch so eine Sache, die Sache mit dem blinden Arschloch, wo ich sage, du wirst wirklich vom ersten Mal hören, ich sage, Minimum 20 Jahre brauchen, bis du es dann wirklich verstanden hast, obwohl du beim ersten Mal hören oft schon den Eindruck hast, du hast es verstanden, was ich sage. Wenn du mich wirklich verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst und du wirst dich über nichts und niemandem mehr aufregen. Nein. Wohlgemerkt, ich erzähle es dem, der sich die Sachen ausdenkt. Der, der du zu sein glaubst, der wird sich massiv noch aufregen. Das sind so das Beispiel jetzt hier, wo, wenn ich jetzt mache ich wieder so Udo-Geschichte für dich, dass du mit was konfrontiert wirst, jetzt in der Personifizierung, wo ich massiv reagiere, von einer Sekunde auf den anderen einen Schweißausbruch kriege und im Hintergrund mir den Brüssel Udo anschaue und dabei schmunzel, weil das ist ein Mech-Animus, das ist ein Programm. Ob du dich über was freust, ob du schmunzelst, ob du lachst, weil eine Börne plötzlich in dir ausgelöst wird, in einem Witz, schlauartig, wo du nicht damit gerechnet hast. Denk an die alten Almener-Vorträge, wo ich dann versucht habe, das zu erklären, dass der Witz eigentlich darin liegt, dass du einer logischen Spur folgst und plötzlich schlauartig was kommt, wo du gar nicht damit rechnest. Ja. Und das lässt dich lachen, das nennen wir die Pointe.
In der Chaosmathematik ist es der seltsame Attraktor. Und das ist jetzt genau das, was deine Logik eigentlich versucht, permanent zu vermeiden. Dieses pseudowissenschaftliche Sicherheitsdenken. Dieses schön Vorplanen bis zum Tod. Das ganze Leben, deine ganze Erziehung, diese Vollkaskogesellschaft, das jetzt immer mehr zerbröselt, ob du jetzt hier Sicherheiten mit Geld festmachst, mit Altersversorgung, mit Ärzten festmachst, du kannst das alles vergessen. Ich habe so oft gesagt, das sind Kranke, es geht nur um Geld, das sind Krankheitenerfinder. Und ich predige jetzt keine Feindbilder, das sind riesengroße Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ein Leiden verlängern, das überhaupt nicht sein müsste, wenn du ein anderes Programm, von klein auf ein anderes Programm bekommen würdest. Wenn du anders mit den Sachen umgehen würdest, dann würdest du nicht leiden durch einen Alterungsprozess, wenn du graue Haare kriegst oder was. Das ist ungefähr so, wenn mein altes Raubenbeispiel hier, wo eine Raube zum Spinnen anfängt und die anderen sagen, hör auf damit, du wirst dich auflösen. Und alle versuchen möglichst lange nicht zu spinnen, weil sie normal bleiben wollen. Aber seelisch sind die verrückt. Das heißt, in Bezug auf deine momentane Normalität, deine Normierung, deine Logik, gibt es nur einen Weg in die Freiheit, du musst unlogisch werden. Das ist das Größte, was dein Ego versucht zu vermeiden. Es versucht immer die eigene Logik am Leben zu erhalten, weil das logisch ist. Und bekämpft alles, was unlogisch ist. Unlogisch ist das Böse, das Fehlerhafte, das Verkehrte. Aber das ist die Logik von Basic, macht sich somit ein Gefängnis ohnesgleichen, weil es alles, was höherwertige logische Strukturen sind, bekämpft als unlogisch. Man muss den Schritt in die Unlogik wagen. Einfacher Satz, ich sage, wenn du eine Entscheidung momentan in der Welt der Perspektiven treffen musst, dann machst du das entweder richtig oder du machst es verkehrt. Aber anders ausgedrückt heißt es, du machst es entweder richtig, dann wiederholt sich deine Vorstellung von richtig immer und immer wieder, weil das unvollkommen ist, weil zu jeder Richtung gehört eine Kehrseite, mit der du ja nichts zu tun haben willst. Wer will denn krank sein? Wer will denn arm sein, wenn er reich ist? Wer will denn Hunger haben? Aber der hat das Wesentliche nicht erkannt. Die Vollkommenheit der Welle. Das heißt, ich sage jetzt entweder machst du was richtig, dann bleibt alles beim Alten, du bleibst logisch, oder du machst bewusst was verkehrt, was unlogisch. Und dann kriegst du was vollkommen Neues zu sehen, nämlich die Kehrseite, die du aus deiner Richtung gesehen überhaupt nicht erkennen kannst. Und dann wird dir jetzt einmal ein zeichnetes Beispiel zu sagen, wird dir vielleicht bewusst, dass der Hunger gar nicht so schlecht ist, sondern der Hunger zwangsläufig, das negative Gefühl des Hungers in dir, die Freude auf das Essen erzeugt. Aber auch in einer Phase hunderte Male, tausende Male durchgespielt. Umso mehr Hunger du hast, umso mehr freust du dich auf das Essen. Das dann zwangsläufig kommt, weil solange du in dieser pseudochronologischen Vorstellung von nacheinander, chronologisch nacheinander bist, was niemals der Fall ist, dann wirst du irgendwann einmal die Krankheit genauso sehen, weil nur wenn du ein kleines Wehwehchen hast, kannst du dich wieder auf das Gesundsein freuen. Wenn einer krank ist, der freut sich nicht auf das Gesundsein, sondern der will, der strebt Gesundheit an, als wenn das was Überlebenswichtiges wäre. Überlebenswichtig, Überleben, das Überleben ist Krankheit und Gesundheit, die Welle gleichzeitig. Das ist die Bergpredigt. Selig die, die jetzt hungrig sind und krank sind. Aber wehe die, die jetzt gesund sind und satt sind und reich sind. Und heilig die, die beides gleichzeitig sind. So einfach ist es. Kleines. Das ist immer, ich kann immer nur wiederholen, da hat es nichts damit zu tun mit Wörtern oder mit der Physik, die Physik auffächern. Das, wenn du neugierig bist, du weißt, das kannst dich da reinsetzen. Versteh die einfachen Sätze. Ja. Mach das Beste aus deinem Leben, indem du einfach lernst, einverstanden zu sein. Und dann wirst du merken, dass die Zufälle sich häufen. Dass die Sachen, dass du wie eine Maschine reagierst mit allen möglichen, wenn Ärger da ist. Und wenn es bloß ein Bipifax ist, ein aussetzendes Internet. Es ist immer ein am Leben erhalten wollen einer Struktur. Und dass das Alte sich komplett auflösen muss,
Ich könnte mich jetzt, wir gehen nochmal, wir blättern nochmal in der Umwelt, in der Ausgedachten, in der Chronologie zurück und mir sagen, endlich habe ich ein Telefon. In einer Zeit, wo ganz wenige Telefon gehabt haben, kriegst du ein Telefon. Dieses schöne Welttelefon, mit der Wellscheibe. Und dann funktioniert ein Telefon nicht. Und Mensch, dann kann man mich nicht erreichen, ich will mein Telefon wieder haben. Da willst du bloß immer wieder, dass das Telefon funktioniert, so wie es ist. Dass da irgendwann einmal ein Handy kommt. Oder Internet kommt. Das aber erst kommen kann, wenn die Wellscheibe von damals Schnee von gestern ist. Weil du willst ja bloß, dass dieses Telefon so wie es ist, wie es funktioniert. Du willst nicht, dass das ganz anders wird. Merkst du den Unterschied? Ja. Das ist mit jeder Kleinigkeit, wo ich sage, das ist wie wenn du was Neues erleben willst mit Umziehen, das passiert ja in deinem Körper auch. Pass auf, ich mache mal nochmal diese 3x3 Wachstumsstufen. Nochmal. Dass ich immer wieder sage, dieses, was wir uns jetzt als Zeitfenster aufspannen, wir sagen, wir gehen in die erste Stufe, in die Gebärmutter rein. Das Wesen, das befruchtete Ei, das durch Zellteilung 2, 4, 8, 16, 32, Schachbrettprinzip denken, sich teilt, wird irgendwann einmal die Verwandlung, 3 Wachstumsstufen, Ei, Embryo, sprich Raube, und dann wird er ein kleiner Minimensch. Und jetzt denken wir uns mal hier den Übergang aus der Gebärmutter, ich nenne das Matrix 1 in den Büchern, in die Matrix 2, das ist die Traumwelt. Der Übergang an dem Wesen selber, das wir uns jetzt ausdenken, ändert sich bei keinem Übergang irgendetwas. Pass auf, bei dem Übergang sieht es folgendermaßen aus. Wir denken uns jetzt einmal der Sturzgeburt. Ich verweise, wenn es einer kennt, Monty Python. Wenn dir der Film Monty Python Gläuse in der Anfangsszene in England eine Frau, arm im Viertel, in der Waschküche um sie rum, was weiß ich, 15 Kinder und sie wäscht Wäsche, breitbeinig und wirklich macht's flutsch und was weiß ich, ihr 16. Kind fällt aus hier raus. Und sie sagt dann nur, heb das doch mal auf. Das ist der Sturzgeburt. Okay, und jetzt dieses kleine Wesen in der Gebärmutter, ich sage jetzt einfach mal 10 Sekunden, bevor es rauskommt. Und unmittelbar nachdem es rauskommt, ändert sich überhaupt nichts. Das ist der Übergang. Aber der Übergang ist nicht das Verlassen der Gebärmutter in außerhalb, innen, außen, sondern das Wesentliche ist das Abschneiden der Nabelschnur. Weil selbst wenn das rausflutscht, ist es ja immer noch die Information von innen. Die Nabelschnur. Ja. Erst wenn es abschneidet, dann ist es außen. Dieses Außen ist jetzt folgendes, also das Wesen, dieser kleine Mensch bleibt gleich. Jetzt könnte ich dafür, jetzt müsste ich bestimmt 2 Stunden erklären, wie das tiefer geht, weil die Schnur ist eigentlich nicht abgeschnitten. Du hast ja immer noch als träumender Geist, du gehst bloß in einen ganz anderen Bereich. Du bist eigentlich immer innen. Du verwechselst dich jetzt mit dem Außen. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir in diesen 3x3 Wachstumsstufen, kommt als nächster Punkt, ich springe jetzt mal in die Pubertät, sage ich ja auch, die Pubertät vor der Pubertät, nach der Pubertät. Wir denken uns jetzt das kleine Mädchen und es wird eines Morgens wach und hat Blut zwischen den Beinen. Das war hier die Nacht vorher dasselbe Mädchen, wie wenn sie jetzt wach wird und es hat sich trotzdem was Wesentliches verändert. Weil das ein Sprung ist in eine andere Wachstumsstufe. Was ist Udo? los mit dir? Erneut verbinden. Ist jetzt die Internet abgerissen? Mein typisches Problem. Jetzt können wir uns wieder aufregen. Bist du wieder da? Ja, das ist die Schwierigkeit bei meinem Internet, dass die Leute mich nicht mehr hören. Das ist jetzt ganz interessant. Ich höre alles. Ich sehe immer alles. Bloß sie sehen mich nicht mehr. Gut, das lassen wir dann gut sein, das reicht eigentlich eh schon. Vielleicht kannst du ein bisschen über dieses Gespräch nachgrübeln und ich bedanke mich für das Selbstgespräch. So, jetzt habe ich mein Internet wieder. Das Internet, ich habe das Internet immer. Das ist die interessante Sache, dass das immer wieder abreißt, dann sehe ich die Leute noch, weil der Rückkanal, also die Verbindung nach außen zu den Figuren abreißt. Was aber nicht an mir liegt, sondern an der Aufnahmefähigkeit der Menschen, an dieser Engstirnigkeit, dass man sich klar machen muss, was man selbst ist. Und dass die Art und Weise, mit der du zurzeit in einer Traumwelt konfrontiert wirst, dieses Denken zum Beispiel nochmal aufzugreifen, Europa, dass das heilige Ganze durch die Visionen zersplittert. Und es sind Spezialisierungen. Ich sage jetzt zum Beispiel, VW kann keine Autos bauen.
Da wird jeder sagen, so ein Blödsinn. Ich meine, dass die schlechte Autos bauen, die können ja keine Autos bauen, sprich, die bauen nur schlechte Autos. Das meine ich nicht. VW macht keinen Gummi für die Reifen, die stellt keinen Gummi her, die stellt kein Glas her für die Frontscheibe und für die Seitenscheibe und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will, dass so ein Konzern, ein Autohersteller, angewiesen auf unheimlich viele externe Spezialisten. Dasselbe haben wir jetzt, wenn wir statt in Firma VW machen wir Europa. Jetzt ist natürlich Europa wieder bloß eine Facette von noch mehr Ländern, aber das ist immer wieder Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Bücherregal, Buch, Seide, Zahlen, Wort, Wortsinn und so weiter und so fort. Das heißt also, dass wenn wir jetzt den Körper nehmen und wir sagen jetzt, die Sinnesorgane, auch ein altes Beispiel von mir, die Sinnesorgane deines Körpers, dass du sagst, das ist mein Körper, die Sinnesorgane meines Körpers sind die verschiedenen Länder. Die Einheit ist doch schon da, die nennen wir Körper. Was jetzt passiert, dass die den Körper eins machen wollen? Das große Ziel ist eine große Europäische Union, was eigentlich schon wieder Widerspruch in sich selber ist, und die Gesetze gleichgeschaltet werden. Das heißt also in einem gewissen Maß, wenn wir sagen, das Ohrenvolk muss jetzt praktisch nichts mehr Spezielles sein, sondern es soll ja nur noch den Körper geben. Aber was ist der Körper, wenn er nicht hören kann? Weil es wird ja mehr oder weniger die spezielle Fähigkeit ausgehebelt. Dann müssen ja die Augen, die Ohren, der Mund, die Nase, sprich diese Länder müssen ja nur noch gleich sein, eins sein, ohne Unterscheidung, ohne spezielle Fähigkeit. Das ist das, was hier angestrebt wird, was zwangsläufig die Heiligkeit in einem gewissen Maß zu dieser Heiligkeit in der Spezialisierung eine Entheiligung stattfindet, aber jetzt genau gespiegelt. Versteh die Spiegelung. Du kannst immer alles spiegeln. Es kann auch eine Entheiligung was Positives sein. Weil wenn ich jetzt sage, Entheiligung ist nur negativ, das heißt ja nur, dass die Heiligkeit das Gegenteil von der Heiligkeit. Die Vorsilbe end macht genau das Gegenteil. Ich rede nicht von positiv und negativ, sondern dass ich aus dem heiligen Ganzen mache ich eine Vielheit. Aber es gibt ja gar kein heiliges Ganzes, wenn es keine Vielheit gibt. Es gibt keine Form, wenn keine Rede, keine Substanz da ist. Es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Da jetzt aber der Denker in dem Moment ja auch ein Gedanke ist, kann es weder Denker noch Gedanken geben, wenn keiner da ist, der sich diese Gedanken, welche Denker und Gedanken ausdenkt. Aber der eine, den wir uns jetzt denken, der ist auch was Ausgedachtes, der braucht einen zweiten. Diese Hierarchie habe ich etliche Male schon dargestellt. In dieser transversalen Form, wie das aussieht. Gibt es Videos drüber, von den Filmvideos. Und das Denken selber, man muss es allein machen. Das ist ein intimer Akt. Unachtsamkeit bringt dich nicht weiter. Es erfordert einfach nur eine extreme Genauigkeit, die Sachen zu beobachten, was wirklich ist. Und dazu braucht man keinen Intellekt, sondern eigentlich kindliche Neugier. Ich verweise nochmal auf meine zwei erste Grundwelle, dass all das, was dir als unmöglich oder falsch oder verkehrt erscheint, du gar nicht mehr einen Hauch dran denkst, dir nochmal genauere eigene Gedanken über das zu machen, über dieses Thema zu machen, weil du das als sinnlos betrachtest. Wenn was nicht geht, geht es nicht. Wenn was nicht passt, passt es nicht. Obwohl es dann durchaus geht, kann man schön darstellen mit dem Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Auf der anderen Seite gibt es so viele Sachen, die für dich hundertprozentig sicher sind. Ja, mein Körper und mein Gehirn ist ja auch dann da, wenn ich nicht dran denke, dass du nie zu gewagt hast, in Frage zu stellen. Schon in Du bist ich wiederhole ich immer wieder den Satz. Wenn du aufgehört hast, deinen momentanen Intellekt, dein Wissen in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann funktionierst du bloß noch wie eine Maschine. Dann bist du wirklich nur eine KI. Aber wer denkt sich die jetzt aus? Diesen Weg in die andere Richtung zu gehen. Und dass ich dann immer wieder das Bestreben habe, wo ich jetzt nochmal eingesetzt habe, bei dem Video, das war unser Thema eigentlich, nach dem Abriss, jetzt reines raumzeitliches Denken mit Vorher und Nachher, das musst dir jeden Moment bewusst sein. Dass ich sage, für wen eigentlich? Wen erkläre ich das jetzt? Es geht doch schon wieder um ausgedachte Menschen. Nein, ich erkläre es mir selber. Das ist ein Selbstgespräch, aber da sind jetzt zwei, auch zwei Ichs. Jetzt sind wir im roten Bereich des JCH, erklärt es dem ICH. Ich erkläre dir eigentlich, dass du als Brösel, dass du dich mit einem Brösel verwechselst, mit einem Gedanken von dir verwechselst. Aber um dir das erklären zu können,
muss ich in deinem Traum als irgendwer oder was auftauchen? Ob ich jetzt als Jesus auftauche oder bloß als Pixelmännchen, als König Drosselbart, wie auch immer, es spielt keine Rolle, weil du kannst ja nur deine von dir selbst aufgeschmissenen Informationen beobachten. Und jetzt können wir wieder am Anfang dieser zwei Gespräche an den ersten Teil hingehen, dass ich dann immer wieder sage, wenn du irgendwie Namen liest oder was, die lösen in dir Vorstellungen aus. Zum Beispiel, wenn du deine Adressenliste anschaust. Aber die entstehen, diese Vorstellungen, das, was du jetzt vor dich hinstellst, die stehen in dem Moment, wo du es ausdenkst, hier und jetzt. Und jetzt kannst du die wohin denken, den Udo nach Weißenburg, die Ariane nach Bayreuth. Die sind jetzt hier und jetzt in deinem Kopf. In den Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, der du zu sein glaubst. Aber wo ist der Kopf, den du dir jetzt ausdenkst? Der ist nicht in dir drin, sondern um dich herum. Das ist interessant. Jeden Kopf, den du dir ausdenkst, den stellst du vor dich hin. Den denkst du dir dahin oder dahin. Nur wenn du an deinen momentanen eigenen Bröselkopf denkst, wirst du feststellen, dass der um dich herum ist. Vor dir sind die Augen, über dir sind wahrscheinlich Haare oder eine strahlende Glatze. Das stimmt, ja. Ich verweise auf die Glatze, die beginnt mit AGL. Über dir sind die Haare. Aber HR ist ja der Berg, der Wellenberg oder eine Glatze. Die Glatze ist vollkommener. Ich erinnere an die Symbolik des Haars. Dann haben wir wieder die Spaltung zwischen östlicher Mythologie und westlicher Mythologie. Im jüdischen, im semitischen Glauben ist es Haar eine Sichtweise, das kommt auch von dem Wort Horn. Und darum darf ja bei Simpson und Delilah, du darfst kein Haar, die Juden mit ihren Bärten, du darfst kein Haar abschneiden, weil wenn du ein Haar verlierst, verlierst du eine Sichtweise. Im östlichen, die Buddhisten, die machen sich eine Glatze, das heißt, die machen das eins. Die vereinigen diese Sichtweisen, ich rede nicht von besser oder weniger schlecht, im Prinzip dasselbe. Das Ziel, nur andere Symbolik, die man verstehen muss, innerhalb des Traums. Ein Traum ist dazu da, dass du Symbole verstehst. Und ich kann jetzt immer wieder nur sagen, du musst nur begreifen, dass die von dir vollkommen sinnlich, real, normal gesprochen, wahrgenommene Welt sind genauso Informationen jetzt wie deine Gedanken. Jetzt hörst du mich noch, ich dich leider nicht mehr. Naja, jetzt sind wir wieder weg vom Fenster und jetzt lassen wir es gut sein. Das hängt okay, jetzt ich leg mal auf. Und oder dann probieren wir es nochmal, machen wir den Abschluss. Für die bin ich jetzt wieder weg. Es ist ja sowieso nicht für die Ariane, die wir uns ausdenken, sondern es ist für dich. Vielleicht wirst du da irgendwann einmal gescheit davon oder irgendwann wirst du das verstehen. Ich kann dir sogar sagen, wann das sein wird. Das wird jetzt sein. Und solange du glaubst, dass das irgendwann in der Zukunft verstanden wird von dir, wirst du bis zum Nimmerleinsdorf warten. Tschüss.